Die Welt ist nicht klar. Ich finde, wir sollten das akzeptieren, dass es mehrere Wege gibt, mehrere Wahrheiten gibt. Ich weiß, dass viele hier in Europa das genau andersrum sehen, dass sie sagen so, nein, alles muss definiert sein und ist alles genormt und es ist alles ganz klar, wie es sein muss und es gibt nur eine Wahrheit. Aber ich finde es ganz gut, dass es nicht so klar ist, weil es nicht klar ist. Das 17. Jahrhundert. Luthers Thesenanschlag liegt fast 100 Jahre zurück. Doch die Ereignisse der Reformation wirken unvermindert nach. Die Einheit der Kirche in Mitteleuropa ist verloren. Sowohl die Kirchen der Reformation als auch die katholische Kirche erheben Anspruch darauf, im Besitz der Wahrheit zu sein. Außerdem stellt sich die Frage, wie ein Land regiert werden soll, in dem verschiedene Glaubensrichtungen einander widersprechen. Dies führt schließlich zu einem der verheerendsten Kriege aller Zeiten, dem Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 in Europa wütet. Doch auch in unserem Zeitalter der Toleranz und Pluralität stellt sich die Frage nach der Wahrheit. Digitale Medien ermöglichen uns mehr Wissen als je zuvor, versorgen uns sekundenschnell mit Bildern aus fernsten Regionen. Gleichzeitig ist es jedermann möglich, beliebige Behauptungen in die Welt zu setzen und im Internet Millionen von Menschen zugänglich zu machen.